Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass unsere Empfangsdame sich sehr gefreut hat? Ja. Ja, haben Sie? Passiert Ihnen das öfters, dass die Leute sagen, oh, ich war da und habe gemeint, Eckart von Hirschhausen. Der Eckart von Hirschhausen? Ja, der Eckart von Hirschhausen. Das freut mich immer, weil ich ja gestartet bin mit, das war eher so ein ja, so in der Bar jeder Vernunft in Berlin oder hier Tigerpalast und so. Diese ja. Zeit, das waren schon eher sozusagen privilegierte Leute, die mich kannten und durch die, ja, die Fernsehen, durch Bücher und auch vor allem durch die Bühnenshows. Ich habe mal zusammengerechnet, in 30 Jahren, die ich Bühne gemacht habe, ich war hier auch in der Jahrhunderthalle und so, haben mich über 1 Million Leute gesehen. Wahnsinn. Also das kumuliert. Und wenn ihr davon erzählt und so und deswegen Fernsehen ist zwar ein Massenmedium, aber das, wo eigentlich die intensivste Begegnung stattfindet, ist live. Mm, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen überlege ich auch, wann ich mal wieder mein Comeback mache. Haben Sie nicht gerade erst aufgehört? Doch, aber... Ja, genau. Erst müssen wir die Welt retten und dann kann ich wieder ja. Quatsch machen. Ich bin mal ganz ehrlich. Als ich das erste Mal in meinem Bekanntenkreis von meinem Gespräch mit Eckart von Hirschhausen erzählt habe, kamen deutlich mehr Reaktionen als sonst. Okay, das liegt vielleicht auch daran, dass meine sonstigen Interviewpartner, meistens Unternehmenschef oder Wirtschaftswissenschaftler, nicht in allen Gesellschaftsschichten so populär sind. Oder weil es eben Eckart von Hirschhausen ist. Denn unser heutiger Gast im FAZ Beruf und Chance Podcast ist wohl der bekannteste und naja, vermutlich auch beliebteste Arzt der Deutschen. Er war unzählige Male im Fernsehen zu sehen, hat mehrere Bestseller geschrieben und macht dutzende Bühnenshows im Jahr. Obwohl, das muss ich korrigieren, er machte dutzende Bühnenshows im Jahr. Denn der Komödiant hat seine Bühnenkarriere beendet, um sich stärker für den Klimaschutz einzusetzen. Ich will wissen, wie macht er das alles? Ich bin Stefanie Diemand und Sie hören den FAZ Beruf und Chance Podcast. Ich würde ja gerne erstmal mit einer Frage starten, die du kennst, weil du sie selber mal deinen Lesern gestellt hast. Hm. Würdest du das, was du tust, auch ohne Bezahlung tun? Ja, das ist lustig. Das stammt aus dem Glücksbuch, dass man sich fragt. Ja, und das ist ja auch diese ganze Frage von New Work und so weiter. Wo ist mein Purpose? Ich habe schon das große Privileg, jeden Tag viele Dinge zu tun, die ich tatsächlich sinnvoll finde. Und ich wünsche das jedem, der diesen Podcast hört, auch. Und ich mache das Bezahlen immer so ein bisschen nach Robin Hood-Prinzip. Also da, wo es Geld gibt, nehme ich gerne auch Geld und auch viel Geld. Dafür habe ich meine beiden Geschäftsführertätigkeiten von Gesunde Erde, Gesunde Menschen und Humor auf Teilen nie sozusagen mich selber bezahlt. Das mache ich alles ehrenamtlich und halt viele Vorträge auch für Leute, die Multiplikatoren sind oder Lehrerinnen und Lehrer oder welche, wo nicht die großen Budgets dahinter sind, gerne auch so. Also es ist eine Mischkalkulation und ich freue mich, dass der Wechsel von dem lustigen Doktor mit der roten Nase hin zu unser aller ja, Überlebensgrundlagen, dass das so viele Menschen mitmachen. Also ich hätte gedacht, oh, jetzt früher fand ich den lustig, jetzt nervt das, wenn er mal über Klima und Gesundheit redet. Das ist wirklich irre, dass ich dafür von ganz neuen Seiten plötzlich Rückmeldung kriege. Mhm. Und neulich stand ich im Bahnhof in Berlin, da kam so ein 18-Jähriger auf mich zu und sagte, ich wollte Ihnen nur sagen, danke, dass Sie sozusagen unserer Generation auch eine Stimme geben. Wahnsinn, ja. Das 18, freut mich. Ja, wow. Ja, weil klar, in Zeitungen und auch im öffentlich-rechtlichen linearen Fernsehen erreicht man eher meine Generation und die drüber. Mhm. Und viele junge Menschen haben völlig auf dem Schirm, wie existenziell die Situation ist, in der wir uns gerade befinden. Bist du deswegen eigentlich auch so auf Instagram aktiv? Ich habe nämlich so ein bisschen gecheckt, du postest ja sehr, sehr viel. Ja, findest du, um Gegenfrage zu stellen, du beschäftigst dich ja auch in deinen Artikeln in der FAZ so viel mit TikTok. Ja. Muss ich da auch noch hin? Sag ja, nein. Ich find's eigentlich... Ich fände es jetzt so konsequent irgendwie, weil du bist auf allen Kanälen. Aber ich glaube, mit TikTok kannst du tatsächlich noch mal eine jüngere Zielgruppe erreichen. Ja. Also. Naja, aber es ist auf der anderen Seite falsch. Ich bin ja Jahrgang 67, bin so klassischer Boomer. Immer zu sagen, ja, die nächste Generation wird es besser machen. Die jungen Leute, die sind alle schon so anders drauf. Die Zeit haben wir gar nicht. Also die Menschen, die wirklich jetzt an den Positionen sind, wo sie über große Hebel verfügen, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, in Investment. Ja, wo muss Geld jetzt hin? Das entscheiden nicht die 15- bis 30-Jährigen. Und deswegen
bin ich auch gerne hier bei der FAZ. Obwohl wir hoffen, dass unsere Hörer jetzt jede Altersgruppe sind. Natürlich. Aber jeder, der zuhört, kennt jemand, der das viel stimmt. bewegen kann. Wir sind übrigens auch auf TikTok. Also, und wenn die FAZ das kann, dann glaube ich, hast du da auch kann Chancen. Das auch. Okay. Ich würde gerne aber mal nochmal so einen großen Schritt zurückgehen. Einer deiner Brüder ist ja Wirtschaftswissenschaftler, deine Schwester ist Lehrerin, dein Vater Naturwissenschaftler. War das bei dir so in die Wege gelegt, dass du mal einen akademischen Werdegang haben wirst? Naja, was viele nicht wissen, ist, ich habe einen Migrationshintergrund. Mhm. Und das ist in diesem Falle so, dass meine beiden Eltern eben nicht in Deutschland geboren sind, sondern mein Vater auf Ösel in Estland, meine Mutter in Reval, heute Tallinn. Und das waren Deutschbalten, die kamen hierher und die waren selber beide die ersten Generationen von Geflüchteten dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so gesehen habe ich riesen Glück gehabt, dass ich studieren konnte, weil das erstmal von der materiellen Situation zum Start hier in Deutschland gar nicht selbstverständlich war. Mein Vater kriegte ein Stipendium, weil der Dorflehrer im Allgäu merkte, dass der was drauf hat. Und so gesehen habe ich mich dann auch immer dafür engagiert, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch Bildungsbiografien erleichtert bekommen. Da gibt es so Coaching-Programme, die Christian Wulff und andere mit auf den Weg gebracht haben, wo ich gerne auch mit dabei war. Und ich habe selber davon profitiert, dass unsere Republik begabten Menschen eine Chance gibt. Ich habe da auch einen sehr schönen Satz gelesen. Ich glaube, das war im Spiegel. Die haben ein Porträt über dich geschrieben. Spiegel? Wer liest den Spiegel? Das steht, mit einem Gehalt und 4 Kindern blieb nicht viel übrig. Bildung war die bevorzugte Kapitalform. Ja, also ich habe von meinen Großeltern immer wieder sozusagen direkt und indirekt diese Weisheit serviert bekommen. Wenn alles weg ist, bleiben dir 2 Dinge. Nämlich das, was du im Kopf hast und das du im Herzen hast. Also investiere in Bildung und in Bindung. Und dieses Entwurzelte, was diese Generation ja erlebt hat, das hat, ich kann gar nicht anders als auch jetzt in diesem Ukraine-Krieg immer daran zu denken, wie viele Menschen gerade wieder genau diese Erfahrung machen müssen. Und nicht nur in der Ukraine, in ganz vielen anderen Regionen dieser Welt auch. Und vor allen Dingen mein Herzensthema, nämlich die Klimakrise endlich ernst zu nehmen, in ihrer Bedeutung für uns alle, heißt ja auch, dass laut IPCC-Bericht in den nächsten Jahrzehnten 3 Milliarden Menschen dort, wo sie im Moment sind, nicht mehr bleiben können. Und was das alles an Migration, an Trauma, an Konflikten und an Kriegen noch bedeutet, das will sich eigentlich gar keiner vorstellen. Das ist der große Elefant im Raum. Aber war das bei dir in deiner Kindheit auch mit einem Erfolgsdruck? Also, ne, das klingt immer so schön in Bildung, aber Bildung kann ja auch, da kann man ganz schön antreiben auch, ne? Ja, der Druck war sanft, aber spürbar. Also die Maxime meiner Eltern war immer, also ich war zum Beispiel in Kunst oder ich hatte mal eine schreckliche Handschrift und habe mich dann mal aufgeregt, dass so Stereotyp-Mädchen in der Klasse bessere Noten kriegten für irgendwie ihren Schnellhefter ordentlich halten. Ich bin da tendenziell immer ein bisschen chaotischer unterwegs gewesen oder kreativer, wenn man so will. Aber meine Eltern sagten immer sozusagen, wenn wir wissen, dass du es besser kannst, dann erwarten wir auch, dass du es gut machst. In den Bereichen, wo du jetzt nicht so deine Schwerpunkte hast, dann da ist es auch nicht schlimm. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Maßstab. Ich habe mal von einem Coach, von Jens Korsen, mit dem ich so Vorträge zusammengehalten habe, den Unterschied zwischen Ehrgeiz und Zielgerichtetheit verstanden. Er sagte, Ehrgeiz besteht darin, immer besser zu sein als andere. Man sucht sozusagen den Vergleich im Außen. Und sich selber Ziele zu setzen, heißt zu wissen, was ist mir wirklich wichtig, was könnte ich hinkriegen und mich daran zu messen. Mhm. Und gerade in dieser relativ seltsamen und auch schwer im Umbruch befindlichen Fernsehwelt kann ich trotzdem wissen, zum Beispiel die letzte Sendung, Was kann der Mensch, die war gut. Mhm. Ja, ich habe das getan, was man als Samstagabend-Moderator tun kann. Und trotzdem, wenn dann Parallelprogramme laufen und im ZDF ein Superkrimi läuft und RTL und ProSieben gleichzeitig Shows senden, dann kann ich nicht daran was ändern, wie viel Prozent das gucken. Ja? Und das ist eben die Frage, macht man sich dann fertig an Kriterien, die man sich selber gar nicht setzen kann? Oder kann ich sagen, nö, ich bin immer noch zufrieden mit dem, was ich da abgeliefert habe? Und das ist eine feine Unterscheidung, dass man sich gerade in diesen öffentlichen Jobs
die man als Journalist oder eben auch als Fernsehnase hat, immer wieder fragt, woran messe ich denn, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Also würdest du es nicht am Gehalt, am Geld messen? Nee, noch nicht mal an der Quote. Aber damit bin ich ein bisschen allein. Ja, das glaube ich. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, ist es nicht sowas, kann man sich solche Gedanken nicht erst leisten, wenn man auch so ein bisschen Wohlstand hat? Klar, also die wer mich ja fürs Fernsehen entdeckt hat, ist der Jürgen von der Lippe. Und er war gerade in den ersten Jahren, wo ich noch sehr unsicher war, was sozusagen mein Weg sein soll, hat er immer gesagt, halte dir das Bühnenprogramm. Das macht dich nämlich unabhängig. Wenn du in der Stadthalle 300, 400 Leute glücklich machen kannst, und ich hatte zwischendurch ja auch hier in Frankfurt sogar Festhalle, Jahrhunderthalle, diese großen Locations von Menschen, die Eintritt gezahlt haben, um das zu sehen, was ich mache. Das gibt einem tatsächlich eine ganz, ganz andere Befriedigung und auch eine Sicherheit, dass du weißt, im direkten Austausch ist eine Magie, die kann kein digitales Medium ersetzen. Und ich erinnere mich auch, ich war vor, weiß nicht, 20 Jahren hier in Frankfurt auch auf dem Kirchentag und da habe ich auf der Straße so eine kleine Zaubershow gemacht. Und ich hatte gerade für einen privaten Geburtstag nochmal im Keller so alte Zauberrequisiten rausgesucht und habe dann Hütchenspiel gemacht und so, weil das war ein kleines Restaurant, wo das stattfand. Da gab es keine Bühne, gab es keinen Rahmen dafür. Und dann dachte ich, dass dieses Gefühl, dass ich immer wieder mit einem Kartenspiel und einem Hütchen und Ball irgendwie Leute unterhalten kann, das gibt mir immer so eine Fallback-Option, für die ich total dankbar bin. Und deswegen kann ich jedem, der das hört, nur sagen, haltet euch das, wofür ihr als Kinder gebrannt habt, unbedingt, sei es ein Instrument, sei es im Chor singen, sei es irgendwas Handwerkliches machen oder bei mir eben die Zauberei, erhaltet euch das frisch, weil das erstens bestes Anti-Aging ist für den Kopf und zweitens einem immer das Gefühl gibt, ich muss meinen Wert nicht an allem, was da diese Welt an Urteilen über einen fällt, festmachen. Und es gab einen Clownslehrer, der hat auch was ganz Verrücktes gesagt. Der hat nämlich gesagt, zeig nie deine beste Nummer, sondern hab immer sozusagen im Hinterkopf, es gibt noch eine Zugabe oder eine Sache, die ich kann, die anderen nicht wissen. Und das gibt dir auf der Bühne so eine Leichtigkeit und Souveränität, die man sich nicht kaufen kann. Mhm. Ich bin großer Fan zum Beispiel von Hermann van Veen, bin auch mit ihm befreundet und der ist jetzt bald 80 und der hat eine Freiheit, da auf der Bühne einfach ganz tiefes Zeug zu machen und dann wieder totalen Quatsch und mal ganz lyrisch und mal einen richtig blöden Witz und so. Und das ist, da möchte ich noch hin, wenn mir vergönnt ist, 80 zu werden. Trotzdem finde ich, klingt es immer noch sehr romantisch, weil ich erinnere mich, es kam mir jetzt gerade so, als ich Journalistenschülerin noch war, da hat mir mal eine Journalistin, ich glaube es war Silke Burmester, die meinte zu mir, irgendwann in ihrer Karriere hat sie verstanden, wenn alles schief geht, kann sie immer noch putzen gehen. Und irgendwie fand ich das stark. Das ist halt wahrscheinlich kein Traumberuf für viele Menschen, aber so dieses, ich kann auf was zurückkommen, ich muss mir keine Sorgen machen um meine Existenz, weil ich glaube, das ist sozusagen das Befreiende, ja, wenn man Geld hat, ne? Also jeder muss seine Miete bezahlen, ich weiß das selber, ich komme von einer alleinerziehenden Mutter, da bleibt ja manchmal auch nicht die Wahl, mache ich jetzt das, auf das ich total Lust habe, was ich vielleicht auch gut kann, also ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, dass meine Mutter jetzt anfängt, Kunstwerke zu verkaufen, das war halt einfach nicht drin. Weißt du, was ich meine? Ja, ich ignoriere nicht die Härten auch von Menschen, die viele Fähigkeiten haben, zu denen die nie kommen. Ja. Und deswegen auch gerade in der Medizin habe ich das immer sehr als eine tolle Möglichkeit begriffen. Ich habe als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu tun gehabt mit ganz, ganz vielen Menschen mit völlig unterschiedlichen sozialen Hintergründen und habe auch sozusagen diese Ungerechtigkeit auch in der zentralen Frage gesund oder krank sehr, sehr, sehr wahrgenommen. Und es gibt ja wenig Orte, wo Menschen überhaupt noch sich gesellschaftlich mischen, ja, und diese Entwicklung auch, sei es in Wohngebieten, ja, wenn wir, wer es nicht weiß, wir sitzen jetzt hier in diesem neuen Neubaugebiet, Pariser
Straße 1. Pariser Straße 1. Es klingt wahnsinnig mondän, ist aber einfach Stahlbeton und Glas. Entschuldigung, wenn der Architekt oder die Architektin zuhört, aber es sprüht jetzt nicht von Fantasie hier, diese Straße, sondern eher von so Unternehmensberatern und Optimierern. Und diese Frage, wo mischen wir uns noch, finde ich super wichtig, auch für den Zusammenhalt von Gesellschaft. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan davon, dass wir ein soziales Pflichtjahr machen. Mhm. Ich engagiere mich mit meiner ersten Stiftung Humor auf Teilen sehr stark für Pflege. Und Pflegefachkräfte sollten eben auch Zugang haben zu psychologischer Grundausbildung, Resilienz, Achtsamkeit, alles, was jeder mittelmäßiger Manager hinterhergeschmissen kriegt heute an mentaler Gesundheit und den Skills dazu, ist nicht Teil der Pflegeausbildung von Leuten, von denen wir alle wissen, nicht nur seit Corona, wie extrem belastend dieser Job ist. Und wir haben auch deswegen Pflegemangel, weil es zum Beispiel keinen Zivildienst mehr gibt. Weil früher viele Menschen, die noch nicht so richtig wussten nach der Schule, was sie machen, haben dann Zivildienst gemacht. Und haben dabei entdeckt, was sie zum Beispiel auch für soziale Fähigkeiten haben und wie viel Freude das machen kann. Und auch die Bundeswehr hat auch ihre Berechtigung. Auch dort fand dann eine Durchmischung statt von verschiedenen Menschen, unterschiedlicher Bildungsbiografien und soziale Herkünfte. Und das ist total wichtig, dass es irgendwie noch Orte gibt, wo wir verstehen, wir sind eine Gesellschaft und nicht jeder für sich. Und das ist bei der Klimakrise auch so, dass sowohl international es unfassbar ungerecht ist. Also 10% der Weltbevölkerung macht über die Hälfte vom Dreck. 1% macht 15% des Drecks. Also, und die Leute, die es ausbaden müssen, sind global gesehen die Menschen, die heute schon am allerwenigsten dazu beigetragen haben, im globalen Süden, in den MAPA, in den Most Affected People and Areas. Und eben in Deutschland auch die Leute, die keine Klimaanlage haben, die im Sommer eben nicht einen Balkon haben, die nicht einen Garten haben oder Grünanlagen um sich herum, sondern die in ihrer Wohnung nicht wissen, wie sie es aushalten. Mhm. Also diese Ungerechtigkeit, die treibt mich durchaus an. Also das ist eine lange Antwort auf deine Frage. Ja. Und ich hoffe, deiner Mutter geht's gut. Ja, da geht's sehr gut. Ja. Weißt du eigentlich noch, wie der Titel deiner Dissertation lautet? Oh ja, natürlich. Ich mein Lebtag nicht vergessen. Das ist die Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulintherapie in der Hyperdynamphase der Endotoxinämie beim Schwein. Also was ich sagen kann, ist, dass es stimmt. Aber steht bei Wikipedia, wenn Sie es nachlesen wollen. Aber der eigentliche Skandal bei Doktorarbeiten, siehe Schawan und Gutenberg und wie sie alle heißen, ist ja nicht, dass Leute in dem Stress der Abschlusszeit von so einer Arbeit irgendwie Copy-Paste machen, sondern der eigentliche Skandal ist, dass man Menschen in der Blüte ihrer Kreativität zwischen 20 und 30 derartig schlecht begleitet irgendwie gegen die Wand laufen lässt. Mhm. Und das finde ich nach wie vor, wird viel zu selten mitdiskutiert. Wenn du nicht gerade Verteidigungsminister oder Bildungsminister bist, interessiert sich ja keine Sau für deine Doktorarbeit. Ja, ja. Also wenn wir ein gedrucktes Exemplar haben, will ich verschicke mich. Nein, Quatsch. Ich bin sehr froh, dass das vor der Digitalisierung noch erschienen ist. Sonst hätte man auch gesehen, dass ich wahrscheinlich einige der Literaturangaben noch nicht mal gelesen habe. Aber der Titel klang plausibel. Ich hab ihn zitiert. Aber tatsächlich wurde mein Buch dann im Rahmen der Wikiplag-Sachen auch durch den Fleischwolf gedreht. Und einige Zitate kamen dann auch raus, wo ich einfach aus Artikeln den genommen habe. Wo ich aber immer auch gesagt habe, dass das nicht ja alles auf meinem Mist gewachsen ist. Also der Umgang damit, ich finde den extremst, wie sagt man, scheinheilig. Du hast jetzt das große Glück, dass ich dich zu deiner Dissertation frage. Ja, endlich kann ich mal wieder drüber reden. Nämlich mit mal, also ich verstehe von diesem Titel eigentlich nur Wirksamkeit beim Schwein. Ja. Aber was heißt das? Was hast du da? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie man Menschen, die an einer Blutvergiftung sterben, retten kann. Mm. Das ist nämlich ein Riesenproblem und hat, um jetzt mal wieder die politische Dimension zu zeigen, ganz viel mit diesen Infektionen im Krankenhaus zu tun. Mm. Die wiederum deswegen gefährlich sind, weil wir keine Antibiotika mehr haben, die dagegen helfen. Und deswegen war Teil der Doktorarbeit zu gucken, ob man Sachen aus dem Immunsystem, also aus dem Blut sozusagen rausfiltern kann und dann jemandem, der es braucht, geben kann. Und es war unterm Strich 4 Jahre Waste of Time.
um es kurz zu machen. Aber diese Frage, warum Menschen im Krankenhaus an Keimen sterben, ist die perfekte Überleitung zu dem, was man heute One Health nennt, nämlich dieser Begriff One Health oder Planetary Health kam nämlich aus der Erkenntnis, dass wenn wir im Krankenhaus Menschen nicht mehr helfen können, weil sie an einem resistenten Keim krepieren, kann man nicht anders sagen, dass die Ursache dafür oft zum Beispiel Antibiotikagabe in der Tiermedizin ist, in Massentierhaltung. Und dann kommen diese Keime eben in die Umwelt, ins Wasser, in die Böden und zirkulieren. Und deswegen dieser One Health-Gedanke, wir können die medizinischen Probleme im 21. Jahrhundert nur dann lösen, wenn wir sie als vernetzt begreifen. Mhm. Wenn wir sagen, Tiermedizin, Humanmedizin und Umweltmedizin müssen viel enger miteinander kooperieren. Und die ganze Entwicklung in der Medizin ist ja immer tiefer ins Rabbit Hole, immer tiefer in die Molekularebene und noch tiefer in die Robotik bei den Operationen. Und Corona war eigentlich der Weckruf zu sagen, hey, wir haben ein Gesundheitswesen, wo wir über 1 Milliarde Euro jeden Tag ausgeben. Und woran fehlt es dann im Ahrtal an der funktionierenden Sirene? Und woran fehlt es bei Corona, dass wir keine Masken haben? Also diese Absurdität zwischen wahnsinnig viel Geld ausgeben und dann diesen Wert von öffentlicher Gesundheit, von Public Health, derartig zu ignorieren, das ist das, was wogegen ich auch mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen versuche anzugehen, dass wir sagen, wir werden keine Tablette haben, die uns die Außentemperatur senkt. Bei 42 Grad Körperkerntemperatur ist Sense, da sind wir alle tot. Wir können uns da nicht rauskaufen, wir können uns noch nicht mal anpassen. Ist das eigentlich so das Prinzip Eckhard von Hirschhausen, dass du einfach so verdammt gut erklären kannst? Ja, also das es ist mein Ding. Ja. Und wann hast du das festgestellt? Na, ich habe ja auch Wissenschaftsjournalismus studiert und habe mich immer gefragt, warum von all dem, was wir wissen, so wenig umgesetzt wird. Und das hat mich in der Medizin schon beschäftigt, dass es manchmal 20, 25 Jahre braucht, bis ein Medikament zum Beispiel, was gefunden wurde, dann in der Versorgung angesetzt wird. Das ist ja unfassbar. Wir denken heute, auf Knopfdruck kann man Informationen teilen mit der ganzen Welt, dann morgen wird das anders laufen als gestern. Pustekuchen, ja. Und auch, ich bin jetzt inzwischen Mitglied da in der deutschen Fraktion vom Club of Rome. Seit 1972 gibt es Grenzen des Wachstums. Auch wenn die natürlich ohne die Computerprognosen, die wir heute haben, in Details daneben lagen, ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Im Kern haben die völlig richtige Warnung ausgesprochen, diese Erde ist endlich. Wenn wir ständig Ressourcen aus dem Boden hochziehen und in die Luft pusten, dann fällt uns das auf die Füße. Jeden Tag verbrennen wir so viel fossile Energie, wie Mutter Erde in 1000 Jahren gebildet hat. Da muss man nicht KlimawissenschaftlerIn sein, um zu verstehen, das geht nicht gut. Ja, wir machen gerade echt Quatsch. Okay. Das, was hier passiert, wird noch öfters im Gespräch passieren. Wir sprechen über ein ganz anderes Thema, jetzt hier zum Beispiel über Verständlichkeit. Und Eckhard von Hirschhausen landet am Ende doch beim Klima. Ehrlich gesagt, beim Gespräch ist mir das gar nicht so aufgefallen. Und ich glaube, das ist schon auch einer seiner Tricks. Er macht das ganz charmant. Denkst du denn, dass jeder es lernen kann, ein guter Erklärer zu werden? Na, ich erzähle mal eine Anekdote aus meiner Journalistenausbildung. Ich habe in Heidelberg studiert und habe nebenbei schon einen Artikel geschrieben über so einen Kongress, über so ein sexy Thema wie Krampfadern. Und ich dachte, wie bringst du das jetzt im Lokaljournalismus unter? Und wer Heidelberg kennt, da gibt es den Neckar und da gibt es eine Straße am Neckar und dann gibt es einen Berg und gibt einen Tunnel durch den Berg durch. Und ich dachte, Mensch, das ist eine super Analogie, wenn der Tunnel im Berg zu ist, fahren alle über die Uferstraße. Sprich, wenn die Vene in der Tiefe des Beins zu ist, geht das ganze Blut entlang der Uferstraße, sprich der oberflächlichen Venen, und dann hast du Krampfadern. Und dann hat der Redakteur mir das rausgestrichen und sagte, das sei unwissenschaftlich. Und dann dachte ich, okay, es ist total anschaulich, es ist sachlich richtig. Jeder Mensch konnte danach verstehen, warum ist jetzt da oben mehr Verkehr, weil da unten noch was tut. Aber das war nicht gewünscht. Mhm. Und wenn ich heute auch Kolleginnen und Kollegen sehe, wie MIT zum Beispiel, da fragt ja keiner mehr, darf die das? Ja. Darf die diese Genregrenzen überschreiten? Ja? In deiner Generation nehmt ihr Dinge für selbstverständlich,
Das war in meiner Zeit überhaupt nicht so. Ich musste den Wissenschaftsredakteuren auch in den Sendern immer erklären, dass nur weil was lustig ist, ist es deswegen nicht falsch. Mm. Ja, es ist einprägsamer. Und den Comedy-Redakteuren, den Unterhaltungsredakteuren muss ich immer erklären, man kann auch über Gesundheitsthemen reden. Nur weil Gesundheit sozusagen bei vielen Leuten was mit Krankheit und Tod und Tabu zu tun hat, ist es ja deswegen nicht ausgeschlossen, darüber auch lustig zu erzählen. Und erst als ich dann auf der Bühne und auch in dem Buchmarkt mit Arzt Deutsch, Deutsch Arzt und Leberwächs mit ihren Aufgaben und Glück kommt selten allein plötzlich Millionen Menschen erreicht habe, da fing die an zu denken, na, vielleicht ist doch was dran, vielleicht darf der das doch. Aber es war wirklich 20 Jahre nicht lustig, lustig zu sein. Also ich muss dir auch ehrlicherweise sagen, ich finde gerade Ärzte sind ganz schlechte Erklärer. Ja. Wirklich, ich finde, das ist dramatisch. Also wenn ich so manchmal bei meinen, ich will jetzt nicht gegen meinen Hausarzt schießen, das ist auch ein sehr netter Mann und ich bin froh, dass ich ihn habe. Du wirst aber ihn noch brauchen. Ich werde ihn noch brauchen. Aber manchmal sitzt man dort und man denkt sich, ei. Und ich finde, da ist man auch wieder so ein bisschen bei diesem Thema Wissen, weil Wissen ist ja schon auch Macht, ne? Und wenn du das nicht rüberbringen kannst. Total. Also die dritte Front, die ich lange gegen mich hatte, waren ja die klassischen Kabarettisten. Ja. Die sagten immer, was der Hirschhauser macht, der ist ja kein Kabarett. Ich habe bis heute zum Beispiel keinen Kleinkunstpreis, ja. Warum? Wie kann das sein? Weil wir in der Nähe von Mainz sind. Es ist mir auch gefallen, dass ihr mich noch nicht nominiert habt. Ich habe genug andere Preise. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass ich sozusagen oft nicht in die Kategorien fiel, die da vorgesehen waren. Weil politisches Kabarett musste sich mit Kohl, mit Merkel, mit Westerwelle irgendwie ständig sozusagen auseinandersetzen. Und der Erkenntniswert war oft gering. Und was du gesagt hast, dass eigentlich sozusagen es um Macht geht, und auch Dinge erklären oder Menschen hinter die Kulissen dieses Gesundheitsmachtsapparats zu gucken, ist für mich auch eine aufklärerische Tätigkeit gewesen. Und deswegen finde ich das, was sozusagen als Genre dadurch entstanden ist, nämlich sozusagen Infotainment, was heute irgendwie gang und gäbe ist, ja, wo jeder bei Social Media eher das Problem hat, dass man nicht mehr weiß, ab wann beginnt denn Werbung und wo kriegen die Leute noch irgendwelche Inhalte her, für die sie dann bezahlt werden. Das ist also diese Trennung von Redaktionen und Werbung, die verwischt ja auch, genauso wie die Genregrenzen zwischen unterhaltsam und zwischen E und U. Ja? Und ich habe immer gesagt, das Hirn kennt nicht E und U-Musik. Das Hirn kennt nur, interessiert mich oder langweilt mich. Mhm. Und deswegen ist unser Job, die Menschen erstmal spüren zu lassen, dass man selber für was brennt. Und dann kann man sie oft erstaunlich weit mitnehmen auf diesem Weg. Mhm. Und am besten eben live. Ich finde, was Ärzte hingegen sehr gut können, es ist Ratschläge geben. Mm. Du bist auch nicht schlecht. Das habe ich so, als ich so die Bücher durchgelesen habe. Du machst es auf so eine ganz feine Art und Weise, indem du Fragen stellst. mich würde mal interessieren, ob du dich an diese häufigsten Ratschläge, die es gibt bei Ärzten, wo sich vielleicht, ich glaube, Mediziner sind sich nicht immer einig, aber hier vielleicht schon. Nicht rauchen, bewegen Gemüse. Genau. Und, hältst du dich da dran? Ja. Ja? Hast du nie geraucht? Nicht einmal irgendwie? Nee. Nee. Ich hatte eine Tante, die hat geraucht und das haben wir als Kinder immer total eklig gefunden. Mm. Das hilft. Mm, also Rauchen ist auch ein Stück weit genetisch im Sinne von, wenn deine Eltern geraucht haben, dann ist die Chance, dass du selber rauchst, hoch. Aber Rauchen geht in der Summe auch zurück. Mm. Also das ist eine Beobachtung, die ich dann auf der Bühne damit erkläre, wo ich sage, Jugendliche rauchen heute viel weniger als meine Generation. Es ist kein Erfolg der Aufklärung oder der Ratschläge, sondern es ist ein Erfolg der Digitalisierung. Mhm. Ein Jugendlicher müsste, um die Zigarette anzuzünden, das Handy aus der Hand legen. und obwohl, danke, dass du lachst, ich das N-1 Publikum heute hier, aber die Erfahrung ist, dass früher die Zigarette ganz oft sagen peinliche Momente übertünchen konnte. Also du stehst auf einer Party alleine rum, was machst du? Du zündest dir eine Zigarette an, du gehst auf den Balkon. Wenn du alleine da stehst ohne Zigarette, bist du der Depp. Wenn du mit Zigarette da stehst, bist du der Philosoph. Ja. Sofort verändert sich dein Image. Ja. Man hat die Möglichkeit, jemanden anzusprechen. Hast du mal Feuer? Heute machen wir das alles digital. Wir gucken in Situationen, wo wir nicht wissen wollen, was ich jetzt tue, gucken wir immer aufs Handy. Mhm. Das ist sozial akzeptiert. An jeder Bushaltestelle früher wurde gequalmt. Heute guckt jeder auf sein eigenes Handy. Und wenn du in der Party auf jemanden zugehen willst, zeigst du irgendwie, ach guck mal, kennst du dieses Video, hast du das schon mal gesehen? Ja. Also wir brauchen auf eine Art und Weise die Zigarette nicht mehr sozusagen als sozialen Kit. Und gleichzeitig ist das ein gutes Beispiel dafür, dass eben
unser menschliches Verhalten maßgeblich sozial bestimmt ist und nicht durch Vernunft. Ja, und dass Rauchen gefährlich ist, das wusste man schon lange. Aber erst diese Kombination von sozialem Imagewandel und auch Regulation, nämlich dass man zum Beispiel in Kneipen nicht mehr rauchen durfte, hat dazu geführt. Und deswegen, ich hatte die Chance, den Klaus Töpfer mal kennenzulernen. Mhm. Der bekam den Staatspreis von Nordrhein-Westfalen. Ich durfte in Bonn da im alten Parlament die Laudatio auf ihn halten. Da habe ich mich mal mit seinem Leben beschäftigen können. Und das ist so absurd, weil alles, was Helmut Kohl 1992 auf der Rio-Konferenz gesagt hatte, ist heute noch 1:1 gültig und immer noch uneingelöst. Wir müssen Regenwald schützen, müssen Emissionen senken und so weiter. Das ist alles nicht neu. Das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her. Und Klaus Töpfer sagte, nenn's doch Ordnungspolitik. Alle regen sich auf über Verbote und Verzicht. Aber er sagte, die großen Erfolge, 1987, Montreal, FCKWs Verbot, das war nicht, oh Leute, lasst uns mal ein bisschen weniger Haarspray verwenden und für die Kühlschränke neues Mittel finden. Sondern es war, das Zeug bringt uns um. Wir hören auf, das herzustellen, und zwar weltweit. Bitte haltet euch dran. Wenn ihr euch nicht dran haltet, gibt es Sanktionen und Strafen. Das ist das Beste, was funktioniert. Mhm. Und genauso muss man auch verstehen, dass die Politik sich immer drückt vor dieser Verantwortung, weil sie Angst hat vor den Gelbwesten, vor Protest, vor, oh, das könnte uns Wählerstimmen kosten. De facto ist aber, sie rauchen nach spätestens 1-2 Monaten jeder total happy mit der neuen Situation. Und selbst die Raucher wollen ja heute nicht mehr, dass sie in den Kneipen wieder alles wieder ist wie früher. Ja? Das heißt also, wir unterschätzen oft die Bereitschaft von Menschen, Schritte zu gehen, wenn sie erstens für alle gelten und man nicht das Gefühl hat, irgendwer mogelt sich raus. Zweitens, wenn sie irgendwie verständlich sind und wenn sie nach vorne raus auch zu unserem Gemeinwohl beitragen. Mhm. Wie viel schläfst du eigentlich? Ich schlafe nachmittags, das ist mein großes Geheimnis. Aha. Ich habe die Fähigkeit entwickelt, mehr oder weniger überall. Also ich sehe hier in unserem Podcast-Studio ist auch ein Sofa. Ich sehe das sofort und denke... Ah, du kannst jetzt schlecht, aber... das würde sehr, sehr geeignet sein. Ich habe immer in meinem Rucksack eine Schlafbrille dabei. Ich habe immer Noise-Canceling-Kopfhörer und so kleine Stöpsel fürs Ohr. Und ohne sozusagen so einen Reset, ohne so eine Siesta, würde ich auch abends nicht mehr Energie haben als das Publikum. Ja, weil man hat so das Gefühl, du machst so unheimlich viel. Ich meine, du hast jetzt deine Bühnenkarriere erstmal beendet, um dich eigentlich um dieses Thema Klima zu kümmern. Aber du hast es nicht gemacht, weil du Stress hattest und du. Also es ist ja oft so, ne? Die Leute sagen, oh, ich muss mal ein bisschen kürzer treten. Du machst ja eigentlich das Gegenteil. Was ich nicht richtig verstehe, ist, warum mein Kalender nicht leerer geworden ist. Es ist wirklich ein Phänomen gerade. Ich rede übrigens gerne nicht über Klima. Weil mir selber dieses Wort und genauso wie Nachhaltigkeit also inzwischen so auf den Zeiger geht und vielen anderen ja auch, weil das irgendwie so schnell in irgendeine ideologische Diskussion kommt. Ich rede immer über Lebensgrundlagen und Gesundheit. Mhm. Und wenn man dann einfach sagt, übrigens, Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette oder einer Operation. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und dann kapieren Leute, ach, das hat alles was mit mir zu tun und alles ist akut in Gefahr und ich verstehe sofort, dass das etwas ist, was völlig unabhängig davon, was ich glaube, wähle oder bin, für jeden von uns gilt. Und ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist, diese Frage von, was sind unsere Lebensgrundlagen, in den Mittelpunkt zu stellen. Und weil das ja hier auch ein Wirtschaftspodcast ist und du dich ja auch da in der Wirtschaftskommunikation auskennst, was ich mich oft frage ist, wieso sind so viele Typen immer noch unterwegs, und jetzt gendere ich nicht, weil ich das vor allem bei Männern erlebe, die immer noch glauben, Wachstum wird uns den Arsch retten. Solange Wachstum an Ressourcenverbrauch gekoppelt ist, ist das eine tödliche Sackgasse. Und dieses Wachstumsmodell für den Körper übersetzt heißt, wenn irgendwas in deinem Körper auf Dauer wächst, ohne Rücksicht auf Verluste, das stirbt der Mensch dran, das ist Krebs. Und diese Metaphern über den Körper zu argumentieren, haben oft so eine unmittelbare Plausibilität
und bringen dann Leute auch zum Nachdenken, die sonst immer denken, nee, das muss so sein, sonst können wir uns Klimaschutz nicht leisten oder sonst ist unser Wohlstand gefährdet. Unser Wohlstand ist dadurch gefährdet, dass unsere Lebensgrundlagen gefährdet sind. Wenn die Insekten weg sind, dann wird jeder merken, nichts von dem, was du im Supermarkt kaufst, ist im Supermarkt gewachsen. Wir unterschätzen komplett den ökonomischen Wert von all dem, was die Natur um uns herum uns ständig bietet. Und auf dem World Health Summit hat ein Gesundheitspolitiker aus Afrika was sehr Einleuchtendes gesagt, solange ein Baum mehr wert ist, wenn wir ihn in Bretter schneiden, als wenn wir ihn wachsen lassen, so lange werden Bäume abgeholzt. Das heißt, wir machen sozusagen einen Kategorienfehler, indem wir Dinge, die für uns existenziell wichtig und nicht zu ersetzen sind, nicht irgendwie bepreisen. Okay, und jetzt endlich sprechen wir über das Thema, für das Eckhard von Hirschhausen seinen Karriereweg verändert hat. Weil statt über Medizin schreibt er derzeit vor allem auch Bücher über die Klimakatastrophe. Das bekannteste ist vermutlich Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Sein neuestes, Als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten, hat er erst vor kurzem herausgegeben. Und ganz ehrlich, bei beiden Büchern gleicht sich vor allem eines. Er macht so dieses Thema Klimawandel verständlich. Und was er auf keinen Fall will, das ist dabei belehrend zu wirken. Und auch in unserem Gespräch sind wir so ein paar Mal abgedriftet. Einmal haben wir beispielsweise übers Wachstum gesprochen und ich weiß, dass wir da ganz unterschiedliche Haltungen haben. Ich zum Beispiel denke mir, ja, Wachstum und Nachhaltigkeit, das kann eben doch auch zusammenpassen. Er sieht es ein bisschen anders und auch wenn wir uns da nicht zustimmen, hat er mir nie das Gefühl gegeben, dass er es besser wüsste. Sondern eher hat er versucht, mir zuzuhören. Und ich glaube ja, von Hirschhausen ist jemand, der nicht spalten will. Er will vereinen. Und ich finde, das ist eigentlich ein Kommunikationsstil, der leider ganz schön rar geworden ist. Warum denkst du eigentlich so, du, dass du jetzt noch sozusagen in dieses Klimaerklären mit einsteigen sollst, darfst? Weil ich mal, weil ich einfach glaube, dass wir uns alle in den Arsch beißen werden, wenn wir nicht alles versucht haben, da diese Transformation noch hinzubekommen. Ich frage das so dumm, weil man ja oft das Gefühl hat, da sitzen in den Talkshows Politiker, die reden über nichts anderes. So, und dann denkt man sich, jetzt kommt noch Eckhard von Hirschhausen. Also es braucht ganz viele. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich diesen Satz geprägt habe, der ursprünglich nicht von mir kam, von einer Aktivistin. Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Und das meine ich auch so, wenn du dir mal die Bücher anschaust von Susanne Götze und Annika Jörres, die das Buch Die Klimaschmutzlobby geschrieben haben und jetzt Klima außer Kontrolle, wie wir wieder verpassen, uns anzupassen an Extremwetter und blind sind für die Schäden an der Infrastruktur, die durch Hitze zum Beispiel entstehen. Ja, ich musste sehr schmunzeln, als im letzten Sommer, und der nächste steht ja wieder vor der Tür, in England die Start- und Landebahnen von den Flughäfen durch die Hitze so aufgeweicht waren, dass die Flugzeuge nicht starten konnten. Also dann brauchst du keine Klimakleber mehr, wenn die Privatjets schon von alleine festkleben. Ja? Das ist wieder mein Humor. Sowas finde ich irgendwie so absurd und gleichzeitig so lustig, weil wir immer denken, irgendwie mogeln wir uns da durch. Aber wenn sich Schienen verbiegen durch die Hitze, dann hast du ein Riesenproblem. Wenn sich Server nicht mehr kühlen lassen, dann ist deine ganze Digitalinfrastruktur in Gefahr. Wenn du im Krankenhaus einen Dieselgenerator hast, der irgendwann in den 70er Jahren mal konzipiert wurde für den Stromverbrauch von damals und für 24 Stunden ausreicht, und der ist aber unter Wasser, was machst du denn dann, wenn der Strom weg ist? Also das sind alles keine Horrorszenarien, es ist keine Hysterie, sondern es sind wirklich blinde Flecken in unserem Gesundheitswesen und in unserem Gemeinwesen, wo ich sage, hey, natürlich ist das für Politik unbequem. Das ist erstmal, gewinnst du damit keinen Blumentopf mit Prävention. Und ich mache gerade eine neue Doku über Long-Covid, das ist genau das Gleiche, dass wir unbequeme Themen einfach aussparen. Da gibt es Hunderttausende von Menschen, die durch die Corona-Pandemie wirklich schwer zu Schaden kamen. Es gibt noch weitere, ungefähr pro 10.000 Geimpften gibt es einen Menschen, der durch die Impfung sozusagen Post-Vac hat. Auch das ist wichtig, um diesen Menschen Hilfe zukommen zu lassen und darüber zu forschen. Aber sozusagen die Prävention von Erkrankungen, die hat keine Lobby.
weder bei Infektionen. Wir müssten, hat auf dem World Health Summit ein Ökonom aus Princeton vorgerechnet, wir bräuchten nur 1% der Kosten der letzten Pandemie, um die nächste zu verhindern. 1%. Ja, und wir kriegen es nicht ökonomisch hin, dass wir kollektiv daran investieren, den diesen Wildtierhandel zu stoppen und was es alles dafür bräuchte. Und da werde ich bekloppt. Mhm. Und da kann ich irgendwie nicht zu schweigen. Und ich könnte mir mein Leben deutlich entspannter machen. Seit ich mich sozusagen stärker mit diesen auch politischen Themen in die Öffentlichkeit wage, habe ich natürlich auch viel mehr Leute gegen mich. Ja, gegen den lustigen Doktor mit der roten Nase. Da waren ja alle dafür. Ja. Das war meine erste Stiftung, Humor hilft heilen. Die läuft auch weiter. Haben wir auch hier in der Region tolle Projekte mit Clowns im Krankenhaus, mit Workshops für die Pflegekräfte, mit Forschung dazu. Das läuft. Gott sei Dank haben wir da auch Spender, die das nach wie vor unterstützen. Aber jetzt mit gesunde Erde, gesunde Menschen kriege ich plötzlich die Corona-Leugner, die Klimaleugner, die Rechtspopulisten, die hast du plötzlich alle an der Hacke und das ist nicht lustig. Und genau das frage ich mich nämlich auch, wie ist das denn für dich, wenn sozusagen du mit validen Argumenten bei manchen Menschen überhaupt nicht weiterkommst? Weil ich habe mich erinnert, dass ich, als ich nach dir gesucht habe, dass irgendwann auf YouTube kam dann so ein Video, ja, Eckart von Hirschhausen, von der Regierung bezahlt, bla bla bla. Und es kriegt ja gar nicht wenig Klicks, solche Sachen. Also es ist ja gar nicht, sicherlich nicht die Mehrheit, aber es ist ja auch nicht ein, also man sollte den Teil, glaube ich, nicht unterschätzen, der vielleicht sagt, nee, jetzt nicht auch noch der und jetzt ist mir egal, was der sagt, ich habe meine Meinung. Ja, das ist ja, ich habe eine Idee gehabt, die dann in einer Social-Media-Kampagne auch mündete, die hieß Hashtag dafür. Mhm. Und da haben wir viele Millionen Menschen erreicht, weil tatsächlich auch in Social Media und in der Corona-Berichterstattung unfassbar viel Raum eingeräumt wurde Leuten, die einfach lautstark gegen irgendwas sind. Mhm. Und natürlich braucht es Meinungsvielfalt. Natürlich, sage ich auch, hat jeder das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und wir sind als Gesellschaft überhaupt nicht irgendwie vorbereitet gewesen auf diese Beliebtheit von Fakes, von Bullshit, von vagen Behauptungen und Verschwörungstheorien. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch Moderationsjobs für Gesundheitsministerium, für Bundeszentral für gesundheitliche Aufklärung, für BMZ und so weiter gemacht zum Impfthema. Nicht, weil ich davon gekauft wurde, sondern weil ich das Gefühl hatte, alle halbwegs vernünftigen Menschen haben jetzt eine Aufgabe, nämlich zu erklären, was weiß die Wissenschaft, wo sind die Unsicherheiten und was ist jetzt nach allem, was wir jetzt wissen, das Beste für uns alle. Und wenn da Millionen Menschen irgendein Verschwörervideo klicken, sind das ja nicht alle Menschen dieser Meinung. Aber das zeigt, dass viele unsicher waren und viele mit den offiziellen Seiten, mit RKI, BZGR und BMG und so weiter, nichts anfangen konnten. Und so gesehen teile ich auch nicht dieses Weltbild, dass öffentliche Figuren, auch wenn ich zweimal Doku in der ARD mache und auch dreimal Unterhaltungssendung, bin ich ja nicht Nachrichtensprecher. Ich bin auch kein politischer Journalist. Für die gelten ganz, ganz andere Kriterien. Aber ich als Freier habe natürlich die Möglichkeit, Dinge, die ich sinnvoll finde, zu unterstützen. Und das sehe ich auch sozusagen als meine Bürgerpflicht an und nicht als etwas, womit man mich diskreditiert. Und dass ich auch als freier Journalist dafür Geld kriege, ist auch kein Geheimnis. Mhm. Und deswegen finde ich das wichtig, dass man da auch sagt, Leute, ihr habt keinen Skandal aufgedeckt. Das sind öffentlich Dinge zugänglich. Das ist zum Beispiel auf meiner Homepage, bei meiner Stiftung steht auch, von wem ich Geld kriege. Ja, das ist kein Geheimnis. Aber dieses Empörungsritual, diese schnelle Erregung, die wird ja durch die Algorithmen auch wahnsinnig befeuert. Mhm. Und das macht mir ehrlich gesagt auch für unsere Demokratie und für alle Menschen, die sich für irgendwas engagieren, Angst, weil irgendwann nur noch die absoluten Psychopathen, denen das alles egal ist, und die absoluten Narzissten werden sich überhaupt in die Öffentlichkeit trauen. Und jeder halbwegs reflektierte Mensch sagt, das tue ich mir nicht mehr an. Und das ist Gift für unser Gemeinwohl. Mhm. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das nicht nur bei Corona so ist, sondern eben, ich weiß, du magst es jetzt nicht, das Wort, aber auch beim Klima, dass du schon auch viele Leute hast, die wirklich vehement dagegen argumentieren. Ja, das verstehe ich ja auch. Also die Psychologie dahinter
hat ja damit zu tun, dass, dass der erste Schritt, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, ja auch ist, zu akzeptieren, dass nicht alles, was wir in der Vergangenheit getan haben, okay war. Und das ist ein harter Schritt. Also du musst eigentlich deine eigene biografische Leistung auch ein Stück weit in Frage stellen. Und das ist seit Menschengedenken so, dass wir dann lieber den Überbringer der Botschaft hassen, als dazu fragen, Mensch, könnte da was dran sein? Und deswegen finde ich das auch so wichtig, zwei Dinge auch in einem ökonomischen Denken zu verändern. Nämlich das eine ist, the cost of inaction mit einzukalkulieren. Was kostet es uns weiter, nichts zu tun? Wir denken immer noch, oh, dann steigt der Preis für Energie oder dann steigt der Benzinpreis. Und dann müssen wir irgendwie Rabatte subventionieren, damit die Leute nicht merken, dass eigentlich der Benzin teurer geworden ist und, und. Also totaler, auch ökonomisch total fragwürdiges Zeug. Und dann finde ich diese Frage immer ganz wichtig, was ist der Preis, wenn wir weitermachen wie bisher? Und da gibt es inzwischen auch von Deloitte, von McKinsey, von World Economic Forum, von 1000 Institutionen, die jetzt alles nicht linke, grüne Ökospinner sind, sondern wirklich sagen, aus einer völlig anderen Denkschule kommen, gibt es genau diese Analysen. Was kostet es uns? Was sind die Risiken? Und bis hin eben zur Produktivität. Ja, also das menschliche Gehirn arbeitet nun mal nicht, wenn es heiß ist. Ja. Warum sagt man, man muss einen kühlen Kopf bewahren? Weil nur dann unser Hirn gut funktioniert. Der Produktivitätsausfall in den Sommermonaten durch die Hitzewellen, der kommt im Moment in keiner Bilanz vor, ist aber eklatant. Erklär mir mal, warum solche Zusammenhänge nicht jeden Tag in der Wirtschaftszeitung stehen. Du musst halt öfters FAZ lesen. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass dieses Thema auch angekommen ist. Also ich glaube schon, dass, ich kann das total verstehen, ich habe hier das Buch von dir liegen, meine Producerin hat mal gesagt, keine Bilder bei Podcasts, aber du hast es herausgegeben und darin ist auch ein Artikel, ich habe ihn mir markiert. Achso, und das Buch heißt für alle, die diesen Podcast hören und nicht sehen, man kann ihn gar nicht sehen, ist ganz neu, das ist das Buch, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten. Und da gab es einen Artikel oder einen Beitrag, radikal ist der Ölmanager nicht der Aktivist. Und das ist ja so ein bisschen darauf, wo du wahrscheinlich auch hinaus möchtest. Ich habe schon das Gefühl, dass Unternehmen sich verändern, aber ist dir das halt einfach noch nicht genug? Also grundsätzlich finde ich erstmal, soll jeder von dort, wo er ist, einen Schritt in die richtige Richtung machen. Und ich kenne viele Unternehmer, die schon viel weiter sind auch als viele politische Maßnahmen. Ich bin mit Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen auch Teil von einem Netzwerk von Stiftungen, die heißen F20. Da ist zum Beispiel Michael Otto mit seiner Stiftung auch mit dabei. Da gibt's Unternehmer, Persönlichkeiten, die Stiftung 2 Grad und so weiter, die sich auch wirklich bemühen, auch innerhalb der Familienunternehmen Zeichen zu setzen und. Also da passiert schon was, aber die Emissionen sinken nicht. Ja, also wenn man sich fragt, überall steht heute klimaneutral und kompensiert drauf, aber dann, wenn das so wäre, dann müssten doch irgendwann mal die Emissionen sinken. Wir steigen weiter in der Zerstörung. Und das heißt, also auch wenn in Deutschland ein paar Prozente jetzt endlich in die richtige Richtung gehen, ja, Fleischverbrauch geht auch zurück, der Energiehunger wächst und wächst. Und deswegen ist diese Kernfrage, was brauchen wir eigentlich, um glücklich zu sein, für mich immer noch aktuell. Und ich glaube auch, dass diese Krise eine seelische Dimension hat. Nämlich, wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen. Und wir müssen nicht in die Steinzeit zurück. Aber in den 70er Jahren und alle, die dabei waren und das hören, wenn sich erinnern, das war ja nicht die Zeit, wo wir wahnsinnig Entbehrungen gelitten haben in Deutschland. Aber wir hatten einen CO2-Fußabdruck, der Bruchteil war von dem, was wir heute hatten. Und das wäre zum Beispiel sehr viel näher dran an dem Sustainable Ideal. Also diese Ängste zu schüren, oh Gott, die Ökodiktatur wird uns irgendwie in die Steinzeit katapultieren, das ist ja auch gemacht. Mit dieser Angst wird auch gespielt und die ist sehr, sehr leicht zu aktivieren. Wenn ich aber
sage, und dafür trete ich auch an mit dem Buch, was ich jetzt herausgegeben habe im Scopio Verlag. Das ist super bebildert, das sind Weltklasse Fotografien drin, sind tolle Grafiken und so weiter. Also es ist ein Buch wirklich für Einsteiger. Und für den Deep Dive habe ich ja Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch geschrieben mit dem ganzen Verbindungsstück zur Gesundheit. Also wer Dinge wissen will, der findet das heute. Mhm. Also ich finde viel wichtiger die Frage, wo sind die positiven Visionen? Wo gibt's schon heute Beispiele, wie es schöner sein kann? Also warst du mal in Kopenhagen? Leider nicht, nee. Fahr da mal hin. Das ist super. Wenn man da einmal versteht, das ist eine Stadt der Zukunft, mhm. ja, da ist kein Verzicht in Anführungsstrichen, da ist eine extrem hohe Lebensqualität. Du kannst mit dem Rad überall hinkommen, du findest überall Reparaturstationen, mhm. du findest sehr viele engagierte, glückliche Leute, du hast ein tolles Bildungssystem, was sehr zugänglich ist. In allen Kantinen ist 80% Bio, ja. Da verändert sich sofort ein Markt, wenn alle Institutionen, die Kantinenessen anbieten, von der Kita über die Schule, über die Bundeswehr, bis hin zu den Krankenhäusern, mhm. bis hin zu den großen Unternehmen, wenn die einfach sagen, hey, eine pflanzenbasierte, gesunde Kost ist bei uns Standard. Mhm. Wer unbedingt Fleisch essen will, kann jeden Abend sich eine Currywurst in die Pfanne hauen. Hat ja keiner was dagegen. Aber es muss nicht sagen, der Standard immer eine extrem ungesunde, fleischbelastende und damit Böden. Und ich fange damit nicht an, aber diese Hebel, die werden in anderen Ländern viel, viel intelligenter gespielt. Mhm. Und die Antwort der Leute ist nicht, dass sie rebellieren, sondern mhm. dass sie total zufrieden sind und dass sie auch Vertrauen in die Institutionen haben und, weil sie verstehen, das ist nicht der Feind der Staat, sondern das ist etwas, wo wir gemeinsam entscheiden, was uns wichtig ist und was heil bleiben mhm. soll, was uns heilig ist, wenn man so will. Ja, das sprichst du irgendwie so einen interessanten Punkt an. Ich musste mich irgendwie, wenn ich so an Kantinen zum Beispiel denke, denke ich an Volkswagen, die, glaube ich, die Currywurst mhm. vegan umgestellt haben. Und da gab es schon hohe Proteste, ne? Ja, das ist auch, ich mag auch überhaupt nicht diese Fleischersatzprodukte. Mhm. Aber ich brauche doch nicht irgendwie was, wo aussieht wie eine Wurst, aber keine Wurst ist, sondern ich brauche einen leckeren Falafel. Ich brauche irgendwas, was ein bisschen fantasievoller ist als Kartoffelbrei mit einem welken Salatblatt. Wenn das sozusagen die Alternative mhm. ist, dann wird das nicht sexy. Aber es gibt doch total leckeres, pflanzenbasiertes Essen. Und deswegen habe ich auch in dem Buch eben über die Planetary Health Diet geschrieben. Das ist ein total sinnvolles Konzept, wie man auch 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten satt kriegt. Nämlich, indem man wenig Fleisch, wenig Fisch, ein bisschen ist alles okay, aber ganz viel Gemüse, ganz viel Hülsenfrüchte. Es gibt diese Magie der Leguminosen, das sind diese Gemüse, die selber ihren Dünger sozusagen durch eine Symbiose mit den Bakterien, die brauchen keinen Stickstoff, oben rauf gekippt, wie so Mais und andere ziemlich desaströse Pflanzen, sondern die binden selber den Luftstickstoff durch einen biologischen Mechanismus. Und davon brauchen wir viel mehr. Und das ist alles bekannt. Ja, und trotzdem tun wir uns so schwer, von diesen Milliarden EU-Subventionen, die immer noch nach Fläche gehen und nicht nach Biodiversität oder nach Sinnhaftigkeit oder nach Bodenschonung und so weiter, davon einfach mal umzulenken. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mir wünsche, dass jeder, der das hört, sich überlegt, wen kenne ich, der mehr bewegen kann als ich? Weil es ist klar, diese Themen gehen nicht weg, wenn wir die Augen schließen. Unser Verhalten der Klimakrise gegenüber ist so ein bisschen wie, wenn man nachts wach wird mit voller Blase. Du weißt genau, was du tun musst. Du weißt genau, es wird von alleine nicht besser. Aber du machst die Augen zu und denkst, irgendwie wird das Problem aus der Welt sein. Nein, ist es nicht. Also Augen auf, aufstehen, wach werden. Und dann können wir hoffentlich alle bald wieder ruhig schlafen. Ich würde dir gerne als letztes mal noch eine Frage stellen, die eigentlich so diesen Podcast umtreibt. Wie arbeite und lebe ich glücklicher? Wie lange haben wir Zeit? Wie lange hast du Zeit? Also das macht einen schönen Bogen, weil du mich eingangs gefragt hast, was würde ich arbeiten, wenn ich gar kein Geld dafür kriegen würde. Ich glaube schon, dass die nächste Generation sehr viel mehr sich aussuchen kann, wo sie arbeitet, wo sie ihre Zeit und Energie lässt.
dass das, was man heute so Purpose nennt, also die Sinnhaftigkeit, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und dass deswegen Unternehmen ja auch verstehen, dass allein fürs Recruiting es sich lohnt, sich ernsthaft mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das ist nicht eine Pflicht für irgendeinen blöden Report und wo man irgendwelche Zahlen zusammenhaut, sondern auch die Regulatorik geht inzwischen endlich in diese Richtung, dass man ernsthaft Greenwashing von den sinnvollen Dingen unterscheidet. Das wird auch in Zeiten einer erhöhten digitalen Transparenz immer schwieriger, die Leute auf Dauer zu bescheißen über das, was man tut. Und deswegen werden die Unternehmen Sieger sein und die besten und wichtigsten und ja, kreativsten Leute um sich scharen, die es ernst meinen. Und als ich neulich ein Interview machte, sagte ich, oh, ich möchte nicht mal als Aktivist bezeichnet werden. Was ist ein Aktivist? Aktivist klingt immer so nach Molotow-Cocktail und wenn man hier in Frankfurt an Joschka Fischer und Steine werfen denkt, ich bin kein Aktivist, ich habe mich noch nie angeklebt, ich habe es auch nicht vor. Ich sehe meine Hebel an einer ganz anderen Stelle in der Gesellschaft, nämlich in dem Vermitteln zwischen den verschiedenen Gruppen. Deswegen war ich auch nie in einer Partei und habe es auch nicht vor, noch einer beizutreten. Aber es braucht einfach ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, hey, das Thema ist real. Und das ist nicht eine Frage von einer Generation, ist auch nicht Frage von einer Partei, ist auch nicht eine Frage von irgendeiner Weltanschauung, sondern es bedroht uns alle im Kern. Und deswegen können wir alle Teil der Lösung werden. Und wenn man dann sich klar macht, jeder ist mit jedem anderen Menschen nur über 6 Stationen in Kontakt, dann kann man sich überlegen, wen aktiviere ich jetzt, wenn mir dieser Groschen gefallen ist, um dann dieses Gefühl auch von Hilflosigkeit und Machtlosigkeit loszuwerden. Und da sind, weil wir so wenig Zeit haben, alle existierenden Organisationen total wichtig. Wir können nicht neue große Organisationen aufbauen. Dann gibt es Institutionen wie die Kirchen. Die haben immer noch eine Kirche in jedem Dorf. Die haben immer noch einen Rest Autorität. Tun viel dafür, insbesondere die Katholiken, das zu unterminieren. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die im Kern glauben, dass es sich lohnt, sowas wie Nächstenliebe zu leben. Und dass Nächstenliebe auch Übernächstenliebe bedeutet, dass du auch den Menschen mitdenken kannst, der heute 2000 Kilometer weiter weg ist oder eben 2 Generationen weit weg ist. Deswegen brauchen wir Institutionen, deswegen gehe ich auch auf den Kirchentag jetzt im Juni, die international denken, die über Generationen hinweg denken. Deswegen sind auch Familienunternehmen so wahnsinnig wichtig für diesen Transformationsprozess, weil die können jetzt investieren. Und ich erlebe, ich war in Witten auf dem Familienunternehmerkongress, ganz viele Erbinnen und Erben von Familienunternehmen, die sagen, ich möchte mit diesem Geschäftsmodell, mit dem meine Eltern und Großeltern sehr schwer reich geworden sind, eigentlich nicht weitermachen. Wir müssen das ändern. Und diese Energie braucht es. Und dafür braucht es auch Leute, die zuhören, die vermitteln, die diese Ängste auch ernst nehmen vor der Veränderung, aber sagen, die Welt ändert sich sowieso. Entweder nehmen wir jetzt noch die historische Gelegenheit wahr, einen Teil dieser Veränderung mitzugestalten, oder sie wird uns überrennen. Vielen lieben Dank. Eigentlich hatten wir schon ein bisschen die Zeit überzogen. Trotzdem bricht Eckart von Hirschhausen nicht direkt auf. Als dann meine Podcast-Kollegin Angelika noch reinkommt, um ein paar Videos mit ihm zu machen für unseren Social-Media-Kanal, kommt sie auf ein Thema zu sprechen, an dem sie gerade für den FAZ-Podcast für Deutschland arbeitet. Einsamkeit. Und sofort hatte Eckart von Hirschhausen eine Idee, wer vielleicht ein guter Gesprächspartner wäre. Wenige Sekunden später schickt er ihr einfach eine E-Mail mit dem Kontakt. Und als wir runtergehen, um uns zu verabschieden, macht er noch schnell ein Foto mit meiner Kollegin von Empfang. Ja, das ist die so begeistert war von seinem Besuch. Und ganz ehrlich, vielleicht ist sogar das Prinzip Eckart von Hirschhausen. Menschen offen und herzlich zu begegnen, auf Augenhöhe. Und davon kann zumindest ich mir ein bisschen was für mein Privat- und Arbeitsleben abschneiden. Das war's jetzt aber erstmal für heute. Herzlichen Dank auch an die Leute hinter der Scheibe, David Brucklacher und Kevin Kremmel. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Montag wieder einschalten zu einer neuen Folge FAZ Beruf und Chance Podcast. Bis dahin alles Gute.